Hockenheimring, ja, bin ich eigentlich schon sehr viel gefahren, speziell im Supercup. The Porsche always been good, really good success with the Porsche in Hockenheim. So definitely a weekend I'm looking forward because also yeah, good fights, opportunities to overtake, close racing and different type of corners, high speed, slow speed, and the stadium area which everybody knows, and hopefully we love a lot of fans around. Sehr schnelle Strecke auch. Die Kurve 1 ist sehr interessant zum Fahren. Also muss man viel Risiko eingehen. Und ja, da darf man das Auto nicht verlieren, weil sonst ist es total schaden. Dann auch die lange Gerade zur Spitzkehre hin, wo man dann sehr gut überholen kann. Das ist schon eine spezielle Kurve, was auch gefährlich ist, weil wenn von hinten einer überschießt, kann er dich treffen, wenn du vorne fährst und vielleicht nicht einmal. Nichts dort, nicht einmal was dafür kannst, genau, das ist immer dort ein bisschen gefährlich. Definitely the toughest section. It's not a corner, I would say it's a section when you really enter this really fast right turn 8 or something, really into the stadium, and then you have this really bank corner. And just different lines, and it's just really tricky to position the car, carry the right speed, have a good exit, and then you have this very fast chicane and twist it last double right corners. And this is also where you see that if you get a good car, you should be good in this section and average on the other part of the track. Das Problem ist nur, in Hockenheimring gehen viele zum Testen, also da sind alle schnell. Das ist immer dann fahrerisch gesehen eine Strecke, wo eigentlich die meisten gut sind. Und ja, da braucht man schon ein bisschen Glück, dass man halt alles richtig trifft und ja, im Qualifying keinen Verkehr hat, damit man da wirklich vorne steht. Also da haben viele Fahrer eine Chance, ganz vorne zum Stehen. Yeah, really looking forward to Hockenheim. I think we can do very well there.